Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ist jetzt leider eine Zeit ausgefallen, weil ich krank war. Man hört vielleicht immer noch ein bisschen in meiner Stimme, aber es ist mittlerweile wieder, ich hoffe, okay genug zum Aufnehmen, wir werden sehen. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und ich bin schon mal froh, dass hier ausschließlich moralisch vorbildliches Handeln von mir festgestellt wurde. Ja. Gucken wir mal. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was hier das Problem war. Ich sehe, hier ist Stau, weil so viele Fußgänger sind. Das ist aber gewissermaßen bewusst so. Aber man könnte mal was ausprobieren. Wenn ich es finde. Was ist denn, wenn ich sage, ich baue von hier? Das darf sich hier wieder nicht überlappen, ne? Alles ganz schön eng hier. Hang zu steil. Aber das ist doch Quatsch, oder? Ich kann natürlich versuchen, das einfach auf 5 Meter Tiefe zu bringen oder 2,5 Meter. Ist es problematisch, 2,5 Meter zu haben? Aber warum sollten Fußgänger eigentlich so weit runtergehen müssen? Ist eine legitime Frage, oder? So, und das ziehen wir jetzt durch hier bis da und das geht nicht, weil sie scheinbar doch noch ein bisschen überlappt. Okay, dann gehen wir halt nochmal ein bisschen tiefer. Gar nicht im Untergrund gebaut, oder? Warum? Also ich bin jetzt hier. Und würde ganz gerne hier auf 3,75 Meter Tiefe. Ach, der baut kein Dach drüber, wenn das nicht mindestens, was, 5 Meter tief ist? Schritte. Aber ich bekomme es halt auch nicht auf 5 Meter Tiefe, weil das sonst hier zu steil ist. Also man bräuchte für Fußgänger Überwege oder generell Fußgängerwege scheinbar riesige
Flächen, um rauf und runter zu gehen. Das finde ich suboptimal. What the hell? What? Sag mal. Chillt. Okay, was wir auf jeden Fall machen können, ist hier ein Fußgängerweg. No. Also Fußgängerwege gehen eigentlich überall. Aber die können doch nicht einfach hier bei der U-Bahn langlaufen. Haben die eine Ahnung, wie gefährlich das ist? Aber ich könnte noch nicht mal eine U-Bahn-Unterführung hier bauen. Ne, es muss sogar 57 tief sein. Boah, Junge. Boah, das finde ich... weiß ich nicht. Gut, also wir haben jetzt hier einen ewig langen Tunnel. Von da... Sag mal. Ich werde hier noch irre. Was ist denn jetzt das Problem? Okay, wir haben einen ewig langen Tunnel von da nach da. Das bringt uns genau gar nichts, aber... Okay. Okay, jetzt haben wir einen, der komplett durchgeht. Und jetzt können wir sogar noch hier in der Mitte. Ist das dann die Höhe? Ne, das hier müsste die Höhe sein. Hier sogar. So einen kleinen Weg hochbauen. Ne, das war nicht die Höhe. Okay, offenbar war das die Höhe. Zählen, Raste einrasten. Oh, das ist viel besser. Warte mal, raste mal nirgendwo ein hier. Sonst raste ich gleich aus. Ja, ohne Zellenraster Fußgängerwege bauen. Tausendmal easier. Jetzt haben wir zumindest schon mal für einen größeren Schwung die Sachen hier. Ich könnte hier auch noch versuchen runterzugehen.
So. Unterirdisches Fußgängerimperium. Jetzt muss man zwar einmal hier ums Eck, weil man hier vorne leider nicht runter kann, aber letzten Endes muss man weniger oft über die Straße. Und vielleicht reicht das schon. Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, hier bekommen wir das nicht hin. Nee, weil hier ist es direkt drunter. Auf der Seite könnte man noch versuchen, einen Zugang zu bauen. Aber auch da habe ich Bedenken, dass das vom Platz her nicht ausgeht. Bye. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from the listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology. Und jetzt noch ein ganz kleines Stückchen hier überirdisch. Völlig. And all my expertise derives merely from a life devoted to gentle arts. Though I do thank you for the honor. But I brauchen halt sehr lange. Kann der Typ aufhören zu labern? This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Ja, vielleicht hätte man die Durchgangsstraße direkt unter der Straße oder so bauen sollen, aber jetzt ist es auch zu spät dafür. Ich denke aber, dass das schon okay ist. Aber hier diese Mehrfach... Warte mal. Kann ich vielleicht den Verkehr ein bisschen entspannen, wenn ich sage... Zebrastreifen weg. Und der auch weg, weil man kann ja hier drüber. Wir machen hier immer die in Fahrtrichtung zweiten Zebrastreifen mal weg. Weil man hat ja genug Möglichkeiten, hier über die Straße zu gehen. Ne? Also man kommt von da nach da, auch wenn man einmal rumgeht. Und natürlich sowieso über den Tunnel auch. Und dann hat man hier vielleicht nicht so einen krassen Stau. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie gut die Tunnel genutzt werden, aber es sieht jetzt nicht komplett schlecht aus. So bekommen wir das hoffentlich hin, dass sich das alles ein bisschen stabilisiert. Es ist immer noch Nachfrage nach Wohngebieten tatsächlich. Das ist spannend. Und zwar Wohngebiete jeglicher Dichte. Mittlere Dichte haben wir hier überall. Oder was habe ich denn hier gebaut? Oder ist das hohe Dichte? Das ist, glaube ich, hohe Dichte, ne? Okay, hier ist mal mittlere. Dann mal hohe Dichte. Mittlere Dichte. Wo
Gut, hier ist das Krankenhaus. Billige Mietwohnungen können wir hier neben dem Umspannwerk anbieten. Vielleicht nicht ganz bis zur Stadt. Der ist nicht schön gegenüber vom Parkpflegedepot oder dem Straßenwartungsdepot und dem Umspannwerk, aber es sind billige Mietwohnungen. Ja, man kann nicht alles haben. Okay. Ich denke mal so 100.000 können wir schon... Oh, Scheibenkleister. Was ist denn jetzt los? Warum sind wir denn im Indie-Modus? Okay, ich muss mir kurz... kurz bisschen Geld wieder leihen. Hä? Sind die Steuereinnahmen zurückgegangen? Habe ich mit den Steuern übertrieben? Nein. Oder? Doch. Ich weiß nicht mehr, was die alten Werte sind. Feldunterhaltungskosten, Darlehenskosten. Ja, die Dienstleistungskosten sind halt immens. Aber was will ich machen? Wir brauchen das alles. Okay, ich habe gesagt, Stromexport bringt Geld. Ey, es eskaliert komplett nach unten. Okay, ich muss mal kurz pausieren. Weil die Schule hier ist ja auch voll, ja. Erweiterungsflügel ist schon gebaut. Ja, nochmal Studentenerweiterungsflügel, dafür ist gerade einfach nicht drin, ne? Wir können auf jeden Fall hier... ja, aber ich will jetzt auch nichts abreißen oder so. Also mit Stromexport verdienen wir gut. Aber ich kann halt nicht mal easy ein Kraftwerk kaufen, außer ein Windkraftwerk vielleicht. Ich wollte auch das Solarkraftwerk bauen, ne? Was hat das gekostet? 1,5 Millionen. Das ist vom Faktor her, Solarkraftwerk und Wind irgendwie ein bisschen off, aber... gut. Wir können ja hier noch einen Windpark hinmachen. Windgeschwindigkeit zu gering. Aber hier die ganze Region sieht doch ganz gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, mehr Stromexport. Aber warte, dafür müssen die natürlich nochmal deutlich mehr produzieren, ne? Okay, Speicher bekommen die erstmal nicht. Die bekommen erstmal nur größere Rotorblätter. Speicher brauchen wir für den Export nicht. Aber so richtig das Zugpferd ist das auch nicht, ne? Okay, wir können noch ein bisschen Industrie bauen, sehe ich gerade. Industrienachfrage existiert. Das können wir hier
neben das Depot mal bauen. Hier ist ja auch alles, was gebraucht wird. Industrie bringt natürlich Geld. Besteuerung der Industrie. Wer wird denn aktuell subventioniert? Elektronik wird subventioniert. Und Pharmazeutika, okay. Aber das können wir uns leisten. Vielleicht soll ich den Steuersatz... Ich senke jetzt mal hier den Steuersatz. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen irre. Aber ich hoffe, dass dadurch mehr gut ausgebildete Menschen hier bleiben. Ich muss das aber kompensieren, indem ich die Steuern für die nicht so reichen erhöhe. Aber es ist immer noch ein guter Abstand, ne? Also es ist... Ich würde sagen, es ist schon noch recht fair. Ja, unser Steuerprogressionsmodell. Okay, Stromexport läuft. Das ist schon mal gut. Wie weit kann ich eigentlich ins Minus, bevor ich RIP bin? Ich weiß es gar nicht. Aber da wir das auf die Schnelle nicht gefixt bekommen, muss ich nochmal 500.000 Schulden aufnehmen. Was natürlich unsere Bilanz noch kaputter macht. Aber es ist jetzt nicht das Hauptproblem. Industrie... Gewerbe. Gewerbegebäude mit hoher Dichte. Wir können hier noch so ein Outlet irgendwie machen. Tourismus ist jetzt im Moment nicht mein Fokus. Hier sind noch Bürogebäude frei. Dann muss ich ein bisschen nachjustieren. Da ist irgendein Park oder so. Minus 12.000. Okay, hier haben sich die Steuereinnahmen nicht grundlegend verbessert, ne? Wobei, das ist ja eine sehr langfristige Geschichte. Polizei und Verwaltung, Bildung und Forschung. Okay, es hat sich leicht ins Positive gedreht. Gesundheit. Boah, wir haben Gesundheitsbudget eh schon um 10% reduziert. Ich kann ja auch noch das Bildungsbudget. Ey, nee. Ich kann nicht hergehen und sagen, oh, ich brauche Geld, wo könnte ich denn sparen? Bei Gesundheit, Bildung und Transport. Das ist halt 1:1 das, was Regierungen sonst so machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da sehe ich mich nicht. Den Leuten soll es gut gehen. Das ist schlecht. Und der einzige Weg, um aus dieser Misere rauszukommen,
ist natürlich, dass wir eine eigene Zentralbank bauen und selber Geld drucken. Können wir aber nicht. Noch nicht. Ich denke mal, ist es dünn hier? Es ist dünn, aber... Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Ja, der Kredit macht jetzt eine Menge aus, ne? A driving advisory has been issued for the immediate. Der Kredit macht jetzt eine Menge aus. Meilensteine. Darlehenslimits wird erhöht bei Hauptstadt. Wir bekommen eine kleine Finanzspritze. Das bekommen wir aber 100.000 wahrscheinlich. Na gut, es geht eh um EP. Gibt es irgendwas, was viele EP bringt? Ich habe keine Ahnung. Boah, diese Talkshows. Krematorium. Das brauchen wir nicht. Mal gucken, ob ich irgendwas bauen kann, was Cash bringt. Ich meine, Industrienachfrage ist jetzt nicht da. Es ist gar keine Nachfrage da, außer nach Wohnungen mit geringer Dichte. Das ist crazy. Oh. Der Wellenturm. Und er ist kostenlos. Let's go. Oh, das ist groß. Dafür müssen ein paar Wohnungen abgerissen werden. Bauen wir das hier hin? Vielleicht dahin? Nee, hier glaube ich wird mehr abgerissen als hier. Also ein paar sind unhappy, aber dafür haben wir jetzt einen Wellenturm. Da können 2000, da sind 2000 Wohnungen drin. Bruh. Ja, okay, das hat sich ja mega gelohnt. Ich meine, 2000 Wohnungen für 200 oder so, was wir abgerissen haben. Wir haben ja so mittlere abgerissen. Was haben die denn? 50, 30, ne? Aber es deckt halt nicht die Nachfrage nach niedriger Dichte. Gibt es hier Dinge, die Nachfrage nach niedriger Dichte... Alte Fabrik. Ein altes Fabrikgebäude, das zu einem luxuriösen Wohnhaus umgebaut wurde. Es erfüllt seine Bewohner mit Freude. Ja, lass auch das hier irgendwo hinbauen. Klump. Wie viele wohnen da drin? 108. Na, ist auch was. Ist auch eher so mittlere Dichte, aber so ein paar. Wobei, Spezialgebäude bewohnt so. Nee, eigentlich passt das schon. Bildhaueranwesen. Wohnungen mit geringer Dichte. Mit hoher Dichte. Halo Heights. Die Glaskrone. Golfervilla. Okay, geringe Dichte scheint hier sehr relevant zu sein. Wir können...
Wir können hier hinten noch Uferwohneinheiten ausweisen. Das ging schnell mit dem Vollbauen. Ich denke, das könnte ein paar Leute beruhigen. Okay, aber die sehr Ausgebildeten, das steigt, bilde ich mein, ne? Wie ist denn der Bildungsstand generell in unserer Stadt? Schlecht. Wobei, könnte schlimmer sein. Der Balken ändert sich erst, wenn die hier fertig gebaut sind, ne? Macht mal hin, ne? Ich will wissen, was der Balken sagt. Okay, es geht wieder aufwärts. Sehr gesunken. Jetzt sind wir wieder im Minus. Boah, ist das anstrengend. Okay, Wohnanlagen mit geringer Dichte. Aber ich müsste den ganzen Schlons hier abreißen eigentlich. Diese Insel hier würde sich natürlich auch anbieten für ein paar Wohnanlagen. Aber da sehe ich aktuell noch ein leichtes Problem. Aber diese Insel ist ja jetzt mehr oder weniger eine Industrieinsel geworden, ne? Da kann man doch jetzt mal... Sorry. Okay, diesen einspurigen Feldweg abzugraden, das ist nicht die allerbeste Idee ever gewesen. Weil man sich da schnell verzettelt beim Upgraden. Aha. So, denn was jetzt mein eigentlicher Plan war Spezialindustrie. Hier ist eine schöne Steinbauader, eine schöne Erzader, Kohle, Eisenerz. Ja, Eisenerz klingt doch angemessen, oder?
Okay, das sieht aber richtig kacke aus. Warte mal. Ich muss natürlich das Feld einzeichnen. Da lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr so. Bisschen unglücklich hier gelaufen mit dem Weg und so. Aber kriegen wir hin. So, das ist Eisenabbaugebiet Nummer Uno. So. Warum bin ich so unfähig? Wait, kostet das eigentlich was? Nee, okay. Ich hab doch hier direkt jetzt den... Okay, ich kann es nicht über die Bahngleise drüber machen, das ist schade. Das hatte ich gehofft. Aber wir kommen auch so zurecht. Diese Einrastgeschichte hier weg. So. Okay. Dann bauen die hier ein bisschen Eisen ab. Vielleicht bringt uns das ja die nötige Kohle. Was haben wir sonst noch an Industriezweigen? Wir könnten auch noch Forstindustrie ansiedeln. Die Frage ist, wo? Potenziell auch hier drüben irgendwie. So. Forstindustrie. Und dann einfach eingrenzen auf den Bereich, den das Ding maximal hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier auch Bäume anbauen, aber ich meine, zu groß kann das Gebiet ja kaum sein, oder? So. Okay. Ja, ist ein bisschen schade, dass das jetzt so ein bisschen gammelig hier aussieht, aber letzten Endes
sollten die beiden jetzt ordentlich Holz produzieren. Okay, wir haben über 100.000 Einwohner, das ist gut. Und wir sind gerade ins Plus geschwappt. Schauen wir mal. Okay, mit Strom verdienen wir nach wie vor gut Geld. Das gefällt mir. Mit Steuern. Ah ja, langsam zahlt sich die Ausbildung aus. Die Betonung liegt aber auf langsam. Ja, und die Industrie müssen wir jetzt gucken, ne? Hier Holzindustrie macht jetzt ein bisschen Cash. Und natürlich auch die Metallerzindustrie. Aber ich lasse mal die Steuern so, wie sie sind. Keine zusätzliche Subventionierung für den Moment. Nicht genügend Kunden. Na, ist ja logisch, ne? Hier fährt er noch nicht mal ein Bus hin. Wir sollten hier vielleicht... Puh. Das ist gar nicht mal so einfach, hier ins Outlet zu kommen. Wait, die Leute haben doch Autos. Was ist, wenn ich denen einfach einen Parkplatz gebe? So. Die Geschäfte haben jetzt einen Parkplatz. Vielleicht kommen jetzt Kunden. Aber ich würde dann soweit sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann und ciao.